Oh nein, die wird ewig brauchen. Luftpost. Oh mein Gott, Erdbeben. Creator Code, Jo Jonas. Hey Leute, wir werden uns heute endlich mal die neue Karte Königliche Luftpost anschauen. Ich muss wirklich sagen, bisher wollte ich sie eigentlich komplett ignorieren, weil ich persönlich halte sie wirklich für die schlechteste Karte, die es jemals in Clash Royale gab. Ich spiele das Spiel wirklich schon seit über 4 Jahren, seit Release eben. Und ja, ich habe noch nie so eine schlechte Karte erlebt, denke ich zumindest. Ob sie wirklich so schlecht ist, werden wir heute rausfinden. Haben jetzt hier Decks, die schon die 12 Siege in der großen Herausforderung gepackt haben. Gab eigentlich nur relativ wenige. Zum einen haben wir hier Golem, zum anderen eben Lavahund und zum anderen hier Pekka. Und ja, ich bin gespannt, ob die Karte wirklich so schlecht ist. Auch gerne eure Meinung zur Karte in die Kommentare. Und wir starten rein, wird bestimmt witzig werden, denn die Karte ist tatsächlich ziemlich mies, weil sie eben so eine unfassbar lange Zeit braucht, bis sie eben ankommt. Und wie immer, euch viel Spaß mit den Highlights. Ich kann mit der Hilfe von Supercell ein ganz besonderes Gewinnspiel machen. Und zwar könnt ihr 5-mal einen Emote gewinnen, den es uns gar nicht im Spiel gibt, und zwar den hier. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr mir und meinem E-Sports-Team auf Instagram folgen. Auf Instagram heiße ich eben jojonas-yt und eben den Gewinnspielpost liken. Der Gewinnspielpost ist eben in der Videobeschreibung verlinkt und im Post ist dann eben auch mein Team verlinkt, dass ihr eben alles leicht finden könnt. Und ich würde sagen, dazu eben noch ganz wichtig, heute Abend, 18 Uhr, könnt ihr dazu den Emote live auf YouTube gewinnen. Wir werden 18 Uhr heute eben einen YouTube-Livestream machen und alle Teilnehmer, die eben in ein Turnier kommen, heute um 18 Uhr, werden den Emote gewinnen, also extrem hohe Chancen, dass ihr einen exklusiven Emote heute Abend gewinnen könnt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr heute Abend vorbeischaut. Und ja, bis heute Abend. So, jetzt hier die. Oh nein, die wird ewig brauchen. Luftpost. Nein, oh mein Gott. Was? Und das mag ja auch noch ein Hit. Oh, das erste Match direkt. Ich will jetzt echt nichts sagen, aber okay, ich muss mit der Karte auch erstmal klarkommen. Oder auf die Karte klarkommen. Aber wenn das jetzt zum Beispiel Pfeile gewesen wären. Oder ein Barbarenfass. Oder ein Zap oder sonst irgendwas. Das wäre alles direkt angekommen. Aber dieses Kack-Luftpost-Ding braucht einfach 2 Sekunden. Oh, ich sage es, es ist die schlechteste Karte, die es jemals gab. Aber wir auch ein bisschen Pech, dass wir jetzt hier gegen Sparky direkt spielen. Aber mal schauen. Okay, Megalakal rein. Babytoche. Wir können vielleicht einen guten Erdbeben, aber richtig gut ist der jetzt auch nicht. Aber mal schauen. Schlecht, okay, sehr gut. Ja. Ja, der Todesstand wird zumindest reinhauen. Mal schauen. Interessanter Zap. Bring den nächsten, ich muss jetzt halt irgendwas machen. Ich bringe jetzt den nächsten Grund deswegen einfach rein, auch wenn es vielleicht dumm aussieht. Der Sparky müsste wegstehen, wenn es irgendwie geht. Ich bringe mal ein Erdbeben drauf, vielleicht habe ich Glück. Kommt nichts. Aber wenn das noch holen, ist krank. Ich glaube, wird den Turm leider holen. Ah, ich habe die Luft. Nee, die kommt. Oh mein Gott. Das ist so dumm. Wie lange braucht die bitte? Alter. Nach so einer halben Stunde erst. Okay, Sparky kommt rein. Es geht noch klar, wir können es noch holen, aber ist ohne Witz diese Stelle, an der die Luftpost halt zu spät. Es war halt echt entscheidend. Wenn die nicht zu spät gekommen wäre, hätten wir echt gute Chancen gehabt, das zu holen, aber. Ja, es ist immer noch nicht vorbei. Wir können es hier. Ja, okay, und jetzt haben wir, ist der Cold Cave schon mal tot. Fast, aufpassen. Okay, dreifach Elixier vor. Ich bringe jetzt hier den Mini-Packer nach hinten. Mega locker. Ich könnte jetzt hier die Luftpost einsetzen. Ich kann die. Da ist sie ganz. Oh mein Gott! Was? Die Luftpost! Skelette rein. Mini-Packer. Oh mein Gott, wenn wir das noch holen. Also ich muss wirklich sagen, da war die. Eigentlich ist er auch lost, ne? Ich meine, er hat ja. Das ist. Die sind halt. Ich meine, die trifft halt auch schon einiges, ne? Man kann die halt nicht behandeln wie. Wie nichts. Oh mein Gott. Wenn wir das zu holen, das wäre so wichtig. Skelette rein. Luftpost. Mini-Packer. Oh mein Gott, bitte. Nein. Wenn es das mag ich nicht. Keine Chance, ich glaube, das haben wir. Erdbeben. Alter, erstes Match, er war wirklich extrem schlecht. Angst, die Luftpost ist halt wirklich geil gegen die Lakaienhorde. Angst, da war der Gegner auch schlecht, aber die kam am Anfang zu spät. Aber so schlecht fand ich die jetzt gar nicht. Da war sie jetzt echt geil. Aber Manu, gerade du kriegst eigentlich sowieso safe in die Mode. Du bist ja sau oft. Oh, Sekunde, Luftpost. Das kann doch auch niemals mir erzählen, dass das eine gute Karte sein soll. Barbarenfass hat das locker hinbekommen. Aber locker und für eine Elixier weniger. Um ganz ehrlich zu sein, ich passe gerade echt nicht auf. Wir verlieren das Match gerade gegen irgendeinen Random, weil ich nicht mehr aufpasse und auf den Chat auch ein bisschen eingehe gerade. Das ist echt nicht geil. Ich verkacke gerade übel. Ja, auf Instagram und auf Twitter. Ihr müsst aber jetzt nicht unbedingt bei den. Also die Devo-Ways sind natürlich jetzt wirklich für die anderen, aber. Ja.
Genau, ihr könnt auch zu anderen Streamern gehen, natürlich. Total vergessen. Geht zu Schlonsti, geht zu Jona. Schaut mal Bix, versucht auch bei Bixpin oder so. Also, ihr habt ja viele Möglichkeiten. Kann vielleicht. Oh mein Gott, ich glaube, das reicht nicht aus. Das ist schon mal wichtig, okay. Vielleicht haben wir echt noch die Chance zu gewinnen. Die königliche Luftpost ist halt jetzt wieder relativ, oder? Ich versuch's mal einfach. Ich hau die mal da drauf. Nein, die trifft nicht. Alter, ich hasse die Karte. Schlechteste Karte ever. Das war vielleicht eine schlechte Idee, die da drauf zu bringen, aber es ist auch egal. Ich bringe mein Erdbeben drauf und slow damit alles. Vielleicht haben wir damit eine Chance. Komm. Komm. Das ist einfach Chance. Ich bringe den nächsten Golem. Ich muss einfach pressuren. Wir haben noch eine Chance. Die Goblins sterben instant weg. Sehr wichtig. Komm, wenn die Minions wegsterben. Bitte. Nein, die sterben nicht weg. Egal, das geht einfach. Wir müssen jetzt irgendwie so reingehen. Minipacker. Das wird ganz knapp werden. Er muss einen Turm noch kriegen. Ja. Pass auf, ich warte ab. Es wird wieder knapp werden. Erdbeben drauf, bitte. Bitte, wenn er jetzt keinen Spell hat. Das gibt's nicht. Alter, wir gewinnen jedes Match. Aber muss ich sagen, die königliche Luftpost. Ich spiele die halt einfach nicht. Ich spiele die halt einfach nicht. Ich spiele das Deck. Das Deck ist gescheit, aber die Luftpost. Ich traue mich bisher nicht, sie zu spielen. Also, wenn ich sie spiele, ist es kacke. Ganz ehrlich, es wird echt schwierig zu werden. Aber wir haben die Luftpost gleich wieder. Das ist gar nicht mal so bad in der Situation, glaube ich, jetzt gleich mal. Passt auf. Muss natürlich ein bisschen früher bringen, aber nicht vergessen darf, dass sie so lange. Ja, geil! Alter, Leute, die überrascht mich gerade voll positiv. Teilweise, ich kann halt echt Backup ganz gut ausschalten. Aber gegen sowas wie ein Magier, Magier ist halt auch teuer, ne? Gegen eine Musketiere wäre es auch wieder nicht ganz so krass, weil eine Musketiere wieder billiger ist, natürlich. Aber gegen so einen Magier, ja. Interessant, wirklich. Guter Lightning, kann er machen. Ja, der Magier nervt ein bisschen gerade, aber ist in Ordnung. Oh, Skelette rein. Mal defensiv bleiben. Ich finde, die Karte hat echt gar nicht mal so schlecht gewirkt. Übrigens, hier wieder ein Megalarkan rein. Schauen erstmal, was wir jetzt hier machen. Hoffentlich können wir den. Nee, das war wichtig gewesen. Dann Mini-Packer rein. Und jetzt hier, ich gehe mit Golem auf jeden Fall in die Brücke. Der Packer wird hoffentlich ein bisschen zu weit hinten sein, dass wir jetzt vielleicht hoffentlich gescheit Value rausholen können. Megalarkan leider angegriffen vom Magier. Das ist echt belastend. Ich bringe erstmal Ja, das kann. Ah, der ist tot. Es war vielleicht ein Fehler. Der Erdbeben war vielleicht ein Tick zu aggressiv. Also ich glaube, wir können gut verteidigen, habe ich das Gefühl. Zieh wieder ein Koboldkäfig. Und der Dings ist übel gut. Die königliche Luftpost. Jetzt hier einfach draufklatschen wieder. Megalarkan rein. Ja, aber vielleicht ein bisschen too much. Skelette. Muss hier aufpassen, dass ich die Bärs ausschalte. Auf jeden Fall noch ein Minipacker, so schnell es geht auf den. Ja. Der Minipacker. Das ist gut. Das ist gut, wir können das holen. Auf geht's. Das wäre das 5:1, das wäre übel gut. Mini-Packer? Okay, gibt noch nicht auf, aber. Die Luftpost ist gar nicht mehr so bad. Aber es ist halt auch wirklich. Also, man muss halt auch sagen, ich treffe halt auch immer wieder Backup ganz viel. Muss man auch fairerweise sagen, aber. Es ist wirklich gar nicht mehr so bad. Sie Mini-Packer? Ist am besten wieder drauf warten, dass wir vielleicht irgendwie. Wieder. Ja, genau, hier wieder drauf klatschen. Wir können alles ausschalten. Haben noch den Rekruten da hinten dran. Haben jetzt hier den Megalakai. Haben jetzt hier Drachenbaby. Nächster Mini-Packer. Also, ist halt auch ein Magier, wie gesagt, es ist halt jetzt auch wirklich ein schlechtes Beispiel, weil gegen Magier ist halt logischerweise krass, weil Magier auch sehr teuer ist und damit auch sehr viel Value bietet für die Luftpost, aber, ja, geil. Geiles Deck bisher, muss ich wirklich sagen. Gegen Sparky natürlich extrem schwach, ne? Wir können den Sparky halt gar nicht ausschalten, wenn es auch der große Zauber fehlt. Aber die Luftpost hat mir gefallen. Also, sie hat wirklich Sinn gemacht. Gegen Backup macht sie echt Sinn. Okay, ich mit Bombenturm, aber ich wollte gerade sagen, weil wir vor allem eben auch ein Erdbeben haben. Jetzt warten wir mal ab, würde ich erstmal sagen. Jetzt ein Erdbeben, bringt jetzt einen Minipacker direkt nach. Sehr, sehr gut. Optimal. Ich glaube, er kann nichts machen dagegen. Ritter gegen Minipacker ist optimal, weil der richtig. Oh mein Gott, er hat Probleme. Wenn jetzt kein Tornado kommt. Wir haben gewonnen. Das war's. Wir haben gewonnen. Das bringt nichts mehr. Der Tornado kommt zu spät. Der Eismagier ist down. Wir gewinnen schon wieder direkt. Allerdings der Gegner war auch ein bisschen lost, wie er gespielt hat. Aber trotzdem. Kriegen wir jetzt auch direkt einen Turm? Das wäre richtig geil. Brauchen wir gar nicht. Wir können erstmal abwarten und später auch Erdbeben cyclen oder so. Das Deck ist geil. Tornado war interessant. Okay, kann er machen. Jetzt wieder aufpassen. Mal die Luftpost wieder einsetzen. Ich bringe schon mal ein Erdbeben zum Cyclen auch. Ich weiß gar nicht, ob der ausreicht, aber es sollte eigentlich klar gehen. Es reicht aus, optimal. Alter, Leute, wir stehen damit 7:1. Stellt euch mal vor, wir schaffen 12 Siege. Wir kriegen jetzt mit jedem einzelnen Sieg mehr Gold und mehr Karten dazu. Wir sehen immer ganz unten rechts, ganz unten eingeblendet, hier gerade, hier, wie viel Karten und wie viel Gold wir dazu kriegen. Wieder 80 Karten mehr und 1000 Gold mehr. Und jetzt haben wir schon 7500 Gold und 330 Karten. Und die Truhe am Ende ist halt echt krass groß. Ich kann bis zu 1100 Karten enthalten. Du brauchst die Luftpost. Wofür?
Ich glaube, das Match verlieren wir leider, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir sind noch nicht draußen, mal schauen. Das ist sehr stark. Ich kann jetzt halt keine Skelette direkt bringen, muss ein bisschen abwarten. Ja, was soll ich jetzt machen, ne? Ich darf es auch keinen zu großen Backup bringen, weil dann kommt halt einfach seine Henker-Nado-Kombi und mit alles weg zerstören. Angst, er macht es auch nicht optimal, weil er eigentlich die Henker einfach cyclen müsste. Stattdessen bringt er erstmal eine Valkyrie und Skelette. Hätte schon den zweiten Henker jetzt auf dem Feld nämlich haben können. Aber egal. Ist gut für uns. Ich bringe mal ein Erdbeben, weil ich keine bessere Idee habe. Ich muss auf irgendwas setzen einfach, deswegen. Ja. Ich muss jetzt irgendwie sowas machen. Was soll ich machen, ne? Keine Ahnung. Der Tonnenkreber tankt leider. Keine Chancen mehr. Es war wahrscheinlich auch ein Konter. Allgemein würde ich auch sagen, auch ohne Luftpost. Die Luftpost war jetzt nicht unbedingt schuld. Weil Henker Tornado kontert uns sowieso, weil wir den Henker nicht ranziehen können. Und wir auch keinen großen Zauber haben. Ich bringe jetzt hier trotzdem schon den Erdbeben rein, weil hoffentlich kriegen wir jetzt hier noch. Genau. Zwei Hits raus. Sehr, sehr gut. Es sah vielleicht dumm aus, aber wir haben dadurch jetzt noch zwei Hits rausbekommen vom Dings. Vom. Wie heißt das Ding vom, sorry, gerade vom, wie heißt das Ding? Goblin. Brawler. Nein, er ist nach vorne gelaufen. Niemals, war so wichtig gerade. Das Ding ist, wir mussten reingehen, weil gerade sein Dings aus dem Cycle war, weil gerade seine Hütte aus dem Cycle war und auch noch sein, egal, komm, der Minipicker macht das jetzt trotzdem. Baba, komm, schalten aus. Ja. Ein Hit, nee. Sein seine Hütte war aus dem Cycle und auch noch sein Inferno-Drache. Wir mussten reingehen. Das war wirklich die beste Entscheidung gerade, aber egal. Ich glaube, hier ist die Luftpost echt ganz gut. Passt auf. Passt auf. Ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Richtig geil. Nein, aufpassen. Das ist nicht gut, wie der sich umgedreht hat. Wir haben Angst, Probleme mit dem Inferno-Drachen. Und der Schaden war zu viel. Es ist trotzdem immer noch ein Kack-Matchup. Allerdings, wir haben zumindest, das Wichtigste ist wirklich die Erdbeben. Aber trotzdem ist es echt kacke. Müsste eigentlich so viel Truppen stacken, wie es geht jetzt. Er hat ja nur ein Poison. Der Poison ist aus dem Cycle draußen. Ich würde Erdbeben, glaube ich, trotzdem bringen, obwohl. Wir können natürlich auch noch abwarten, aber. Ich will jetzt hier keine Skelette cyclen, es wird nur unnötig Elixier verschwenden. Ja, wir müssen sowieso Skelette cyclen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Nächster Poison. Kacke. Einfach kacke. Ja, Doppel-Mini-Packer ist nicht schlecht, aber hilft halt nichts. Schwierig. Mini-Packer! Ja, sehr gut. Oh, das war so wichtig. Ich brauche noch auf jeden Fall einen Kobold-Käfig. Ganz schnell. Die Luftpost trifft nicht, leider hier. Egal. Trotzdem solide. Also, ihr seht, wie schlecht das Matchup einfach ist. Und wenn wir das gewinnen, wäre es echt krass. Weil das dürfen wir eigentlich echt nicht gewinnen. Das Matchup ist ja so bad für uns. Ich meine, er hat Barbarenhütte und auch noch Dings. Das ist so schlecht für den WTF. Luftpost noch drauf. Ich kann halt nicht viel machen, ne? Das ist halt wieder so viel. Das ist so lächerlich viel Schaden, aber auch sieht euch das an. Das wird halt dafür. Ich kann halt nichts machen, ne? Allein der Inferno-Drache schon wieder. Ich muss jetzt eigentlich reingehen. So dumm es auch ist, ich muss reingehen. Das kann jetzt gut werden, mal schauen. Ich gehe voll rein mit Minipicker auch noch. All in. Erdbeben, komm. Alles geslowt, bitte. Hier sind am Turm dran. Ich geh rein. Minipack, nein. Oh mein Gott, das reicht nicht. Wir können keine. Oh Gott. Das ist nicht so aggressiv werden. Die Luftpost muss retten. Bitte. Bitte, 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 bitte. Wir sind in Poison-Reichweite, ich muss jetzt reingehen. Ich muss einfach reingehen. Alles rein. Erdbeben cyclen, wir können zwei Erdbeben cyclen vielleicht. Aber einfach es kommt, es wird so knapp werden. Poison kommt. Luftpost. Oh mein Gott, Erdbeben! Nein, was? Nein! Das kann nicht das Ende sein! Es war der größte Konter. Barbarenhütte. Klar, wir haben Erdbeben, aber Barbarenhütte ist immer noch schlecht und entfernt doch einfach. Ich fass es nicht. Was war das denn für ein Ende? Mann! Die Karte ist nicht die schlechteste Karte aller Zeiten. Wir haben auch so überlegt, wir würden der Karte 3 von 10 Punkte geben. Und ich würde sagen, wir öffnen gerade noch die Truhe. 7 Siege ist gut mit der Karte. Auf jeden Fall. Wir hatten Pech. Wir hatten zweimal Sparky, was echt ein Konter ist. Und jetzt auch noch Inferno-Drache. Also alles gut.
Ah, Elixiergolem. Kein Wächter. Es ist in Ordnung, will ich an der Stelle sagen. Wie gesagt, die Karte ist wirklich schlecht. Also spielt lieber Pfeile oder Barbarenfass. Aber sie ist nicht die schlechteste Karte aller Zeiten. Aber ich würde schon sagen, sie ist eine der Top, der Flop 5 schlechtesten Karten aktuell. Würde ich sagen, so viel zum heutigen Video. Könnt gerne euch die Decks kopieren. Ne? Zum einen das Golem-Deck, zum anderen hier Lavahund und zum anderen hier auch noch Packer. Und immer danke fürs Zuschauen. Schaut gerne noch im Abstand vorbei. Bis zum nächsten Video. Und ja, ciao. Ah, und heute Abend streamen um 18 Uhr bei euch auf YouTube, genau. Heute Abend einschalten, 18 Uhr streamen. Ihr könnt einen Emote gewinnen, und zwar den hier.